Herzlich willkommen zum Rockhütten Podcast. Oh yeah. Ja. Ja. So. Jetzt. Da sind wir wieder. Stark. Denk dann, du musst heute schneller reden. Großartig. Hey. Da sind wir dabei. Du bist doch nicht am Freitag den 13. verschollen. Nee. Ich Alex, bin quicklebendig. Die ganze Band ist zusammen. Herzlich willkommen zur 43. Episode heute am Freitag, den 20.8. Schön, dass du wieder mal mit dabei sein kannst. Muss. Du hast das Must vergessen, genau. Schön, dass du wieder mit dabei sein musst. So ist das richtig. Du musst jetzt wieder öfter dabei sein, damit wir als Band wieder zusammenwachsen, weil wir über die letzten Monate quasi zerteilt wurden. Ja, du hast jetzt genug alleine geregelt. Du willst ja wieder mit uns Musik machen. Auf der Bühne bin ich ja auch immer alleine, weil ihr seid vorne. Weil ich komme doch immer zu dir nach hinten. Naja, zum Posen. Ich auch hin und wieder mal, ja. Ja, aber auch mal ein bisschen off-topic. Wir haben eben, bevor wir hier rumgepodcastet haben, gesagt, wir müssen mal wieder proben. Was sagt der Dicke? Könnt ihr gerne machen. Habe ich nicht nötig. Ja. Ja, ich brauche ja auch nicht. Ne? Ihr zwei. Ihr könnt mir mal richtig also schön die Properze schmatzen. Ich singe ein bisschen Leute. Da hinten drauf dann. Aha. Torben, hast du schon geübt? Nein. Wollen wir ihn abwürgen? Wollen wir ihn abwürgen? Wir würgen ihn ab. Was geht ab? So, ja, was geht denn ab? Was wird da passiert? Dennis, hast du geübt? Ja, ich bin dabei. Ja, das ist gut. Ja, also meine neue Gitarrenanlage kann nicht nur das Frühstück machen und Kaffee kochen und das Geschirr abwaschen. Nein. Ich werde mir das nachher nach Rasen dem Podcast mal anhören. Ja, unglaublich. Wir warten mit Sachen auf euch bei den Konzerten. So, Torben, was geht ab? Oh. Wieso weiß ich da nichts von? Der Horst, der kommt seinem Job nicht nach. Ich habe gerade mal kurz ein Nickerchen gemacht, weil ich dachte, ihr legt nie los. Ja, das deswegen muss ich mal ganz kurz den Sound ein bisschen nachregeln, weil er wieder geschlafen hat hier. Ne? Ja, toll, Horst. Ne? Das hat noch nicht ganz angefangen. Wofür bezahlen wir dich eigentlich nicht? Ich werde nicht bezahlt. Warum soll ich denn dann arbeiten? Dann eine Frage, Horst. Warum sitzt du hier und trinkst mein Bier leer? Weil es schmeckt. Alles klar, 1-0 für dich. Macht Horst eigentlich ab dieser Saison auch bei den Konzerten mit? Also im hinteren Bereich ja, Technik oder wir was? Haben da ja mal drüber gesprochen in der Folge das Hase-Paradoxon. Also sagen wir mal so. Meinst du, der versteht sich mit Jochen Horst nicht? Horst und Hase sind sich relativ ähnlich in der Person. Allerdings, es gibt nur einen King am Mischpult. Wir versuchen das gerecht aufzuteilen zwischen Merchstand und Mischpult. Da Horst innerhalb der Band noch einen Azubi-Status hat, wird er wahrscheinlich die Sombreros verkaufen. Das ist auch gut. Ja. Torben, was haben wir heute? Muss es ja tun. Ja, also wir haben ja seit, ich glaube, jetzt Montag. Montag. Was, Montag? Ja. Ja. Seit Montag haben wir eine neue Corona-Schutzverordnung, die uns natürlich sehr in die Karten spielen, was die Auftritte angeht. Weil, so wie ja alles aussieht, zum jetzigen Zeitpunkt werden auf jeden Fall schon mal die Open Airs stattfinden können. Und da ist ja einiges geplant. Geil. Ja, also kommt gerne geimpft, getestet oder genesen. Lest vorher noch mal die aktuellen Corona-Schutzverordnungen nach, aber ihr könnt sogar tanzen. Genau. Oder pogen oder den Saal abreißen. Ihr könnt es jetzt wieder. Also es wird auf jeden Fall geil. Erstmal ist geplant der 11. September. Da spielen wir, Dennis, wo spielen wir? In Eschweiler am Blausteinsee auf einem großen Open-Air-Festival namens Wir rocken den See. Sehr gut. Und dann wird dicht gefolgt eine Woche später, fast ganz in der Nähe, Übach-Palenberg. Wo genau, Alex? Ja, eine Rockfabrik, ne? In der Rocky Beach. Genau. Rocky Beach. Ich habe ein Déjà gehört. Haben wir das nicht schon letzte Woche erzählt? Egal, kann man nicht ja, oft man muss das, erzählen. Dann kann ja, wir müssen ja nochmal die Werbetrommel rühren. So, und zwar nicht kommt's. Für den Samstag, aber ja, auf, für jetzt den. Kommt, und jetzt kommt und jetzt muss ich nochmal Danke sagen. Danke an La Familia und unsere ganzen Fans, dass ihr die Hütte an dem Samstag voll gemacht habt. Das einzige ausverkaufte Konzert momentan in der Rockfabrik. Dass ihr immer noch da seid. Und weil ihr so gut und so geil drauf seid, bieten wir euch sogar an, das Wochenende mit uns komplett zu machen, Torben. Und jetzt kommst du. Am Sonntag um Punkt 14 Uhr. Zum Brunch. Ja, von mir aus auch. Um Punkt 14 Uhr
werden wir dann erneut die Bühne des Rocky Beach besteigen und besteigen. Mit euch nochmal ordentlich rocken. Mit Tequila lauwarm. Der hat besteigen gesagt. Geil. Ja, das wird auf jeden Fall, wird geil, das wird ein Wochenende. Früher haben wir Freitag, Samstag gespielt, heute werden wir älter, heute spielen wir Samstag und Sonntag. Ja, und danach auf der Couch. Genau, danach gehen wir also ich finde das sonntags immer toll. Ich finde es super. Ne? Da kann man sich noch ein zwischen Schwarzwälder Kirschtorte und Schnitzel. Kuchen und Bier. Kuchen und Bier. Kuchen und Bier, meine so. Ja. Ja. Und pünktlich ist man zum Tatort um 20.15 Uhr wieder zu Hause. Wenn man ihn dann noch mitbekommt. Ja, kann ja auch ein guter Frühschoppen werden. Wenn man den Tatort nicht mitbekommt, ist man wohl die Leiche. Oder man doppelt ja. Und hat zu viel getrunken. Oh, oh, oh. Ja, was das kann ja durchaus sein. Also man kann ja auch so einen Sonntag wunderschön als ausgedehnten Frühschoppen ansehen und dann sich dann vorher schon mal ordentlich anglühen. Oder also ich sag ja immer, einen Familienausflug daraus machen. Ihr könnt mal euren Kindern La Ultima zeigen. Oder der Oma. Oder der Oma. Die also, hört nämlich nichts mehr, da ist das ganz okay. Also wir hoffen, dass ihr euch ordentlich einen hinter die Tapete kleistert. Schön mal einen vielleicht auch ins Toupet geföhnt. Oder einen ins Schlauchboot probiert. Oh, ich hab vorhin mal einen neuen gehört, den fand ich auch super. Schön einen hinter die Rüstung gerömert. Toll. Das ist auch ganz toll. Fand ich ganz grandios. Ich finde Synonyme zum Wegschießen, finde ich super. Also, knallt euch nicht vorher nach dem Motto, ich glühe nicht vor, ich fackel mich ab. Macht das nicht zu arg, damit ihr um 14 Uhr noch ein bisschen was mitbekommt von unserem Auftritt. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig. 3 Open Airs stehen an. Wir hoffen, es kann genauso durchgeführt werden. Und heute trinken wir richtig. Heute trinken wir richtig. Unter dem Motto werden wir die 3 Jobs angehen. Aber vielleicht sind wir ja dann auch zum Abendessen an dem Sonntag schon wieder zu Hause. Es gibt apropos ja den Abendessen, guten Sonntagbraten. Ihr habt noch ungefähr 35 Minuten für diesen Podcast. Dann ist meine Pizza fertig. Gut. Also, dann reden wir extrem langsam. Das finde ich nicht. Das finde ich ganz okay. Wahrlich? Der Dennis isst gerne TK-Pizza. Außer also TK-Pizza. Du bist ja, auch Familienvater. Ja. Kochst du denn auch, außer gib es nur TK-Pizza, Ravioli und Spaghetti oder hast du auch andere Gerichte? Ja, da ich alleiniger Familienvater bin, muss ich zwangsläufig kochen. Also wir machen jetzt gerade einmal einen Aufruf. Wenn du 2 Familienväter wärst. Ich bin dafür, dass wir gleich mal für den einen Aufruf machen. Nein. Meinst du? Doch. Ah! Lass so. Die Scheiße sein, um Gottes Willen. Der ist schon gestartet. Ich hab Herpes. Strammer Mit-30er mit einem Hang zu den 90ern. Apropos Strammer, was hast du gesagt? Strammer Mit-30er. Strammer Max. Ja, Strammer Max ist zum Beispiel ein Gericht, was ich kann. Ja, ja, der Tom ist eher so für arme Ritter. Könnt ihr denn alle kochen? Ja. Ja. Oder jetzt nur Dennis? Ja. Nein, also es ist bei mir tatsächlich so, ich habe das irgendwie nicht mit der Muttermilch aufgesogen, aber es war so, ich habe damals, als ich ausgezogen bin, tatsächlich gelernt, alles selber zu machen, was mir seit geraumer Zeit zugutekommt. Und ja, ich kann mehr als Fischstäbchen. Ist es dir schwer gefallen? Nein. Nein. Was gibt's denn so bei dir so unterwöchig zu essen? Vieles. Ja, das Schwierige ist, ich habe eine Tochter, die meistens nicht das essen will, was ich esse. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber ich versuche tatsächlich halbwegs ausgewogen und abwechslungsreich zu kochen. Natürlich kommt dann auch mal so ein Fischstäbchen dazwischen oder so. Ne? Aber, Pommes. Nein, ich arbeite viel mit Pfannen. Ich koche gerne asiatisch und jetzt nicht mit Spaghettis oder so, ne? Sondern viel mit Fisch und so. Und mache mir gerne Pfannen und ich mache auch gerne so Rohkostzeug mit Avocados. Grünes Zitrisse mit. Ja, ich mache aber viel Selfmade. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, das ist das und das. Ich mache auch gerne mal Gerichte, die meine Oma gekocht hat. Du könntest ja in deinem großen Garten anstatt Bonnekamp auch mal Gemüse anpflanzen. Ich habe aber inzwischen Brombeerhecken. Apropos Bonnekamp. Das ist zwar kein Gemüse, aber. Was ist mit dem? Komm mal, sollen wir? Mhm. Ist schon wieder Zeit für den Bonnekamp. Ja, komm, aber ganz schnell. Dennis, kommst du da dran? Ich kann mich nicht bewegen. Alex, du kommst da dran. Da, guck mal, da steht so ein Paket. Wer stellt die eigentlich immer in die Mitte des Tisches? Ja, aber wir müssen ja traditionell bleiben. Das hört sich bleiben, ja gut an. Warum habe ich bei dir denn noch nichts zu essen bekommen, Dennis? Weil ich hasse dich. Ja, aber deshalb kannst du mir doch trotzdem was zu essen machen. Du willst doch nicht, dass ich verhungere, oder? Ja, manchmal. Jetzt, wo Flutschi nicht mehr da ist, kann ich ja auch ordentlich. Also ich habe mal, was natürlich keine große Kochkunst ist, für mein Team auf der Arbeit, habe ich Currywurst selber gemacht. Nein. Waren alle hellauf begeistert.
Ja, ja, aber da kommt es ja auch auf eine gute Currysoße an. Ne? Richtig. Womit richtig. Machst du die Currysoße? Geheimtipp? Hm? Zimt. Zimt? Da muss Zimt rein. Apfelsaft auch? Cola? Nee, O-Saft. Okay. O-Saft und Zimt. Apropos Bohnenkamp. Ja. Das war gerade zu spannend. Meine Damen und Herren, die 43. Episode wird ebenfalls präsentiert von der Tür. Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Prost. Prost. Ich setze mal kurz ab. Der Torben hat jetzt so eine 0,7er Flasche. Hui, letzte Woche war schlimmer. Was sagst du? Das war Bohnenkamp 2.0, ne? Habt ihr gestaunt am Samstag? Ein ganzer Liter oder was war das? 0,7. Ich habe aus Spaß mal Bohnenkamp bei Amazon eingegeben, da kam auch nur die Riesenbräter raus. Ja, und zwar gab es am Samstag, waren wir mit Hörbar, waren wir bei Timmy im Garten und haben einen kleinen Grillabend gestartet. Und der Bohnenkamp war von der Firma Piep. Dürfen wir jetzt nicht sagen, dass die Firma Schmitzmann heißt. Nicht nee, Domritter ist, nee. Von der Brauerei Müller. Und zwar ist das der Bohnenkamp von Schmitzmann. Dazu gab es den Düsseldorfer Korn Schmitzmann. Und daraus macht man nämlich einen perfekten Samtkragen. Also schüttet man erstmal in ein Schnapsglas eiskalten Korn. Und dann wird mit einem ganz spitzen Ausgießer Bohnenkamp am Rand vorbeilaufen lassen. Dass dann so ein ganz dünner Rand oben entsteht und das ist nämlich der Samtkragen und dann trinkt man das und dann hat man so diesen Korn mit dem herben Nachgeschmack vom Bohnenkamp. Hervorragend. Das war ja mal Porno. So lange, bis die 0,7 Liter Flasche leer ist? Ja, die 0,7 Flasche Liter Korn. Also 0,7 Liter Flasche Korn dann leer ist. Also gerade hat dann noch ihr wieder Klischees. Könnte man denn Bohnenkamp auch in Schwarzwälder Kirschtochter einbauen? Könnte man. Ich weiß, wir haben mal einen Jägermeisterkuchen gebacken. Schmeckte dann nicht. Dann würde das so mit Bonnekamp. Das bringt mir aber, da kommt mir aber eine Frage rein. Ich meine, dass Männer auch kochen können und nicht nur am Grill stehen und nicht nur Tiefkühlpizza machen, ist eigentlich, sollte klar sein. Obwohl ich euch noch frage, was ihr so kocht. Aber Königsdisziplin ist ja Backen. Ja, Backen, das ist... Da bin ich zum Beispiel raus, außer Weihnachtsplätzchen. Mehr nicht. Backen finde ich ist Frauensache, die haben da mehr Gefühl und Gespür für. Boah, ich sehe schon, da rennen sie schon mit den Schildern, den Feuern und den Mistgabeln. Nee, die können das einfach besser. Ich glaube, die können das besser, weil die da mehr Gespür für haben, wie so ein Teig aufgeht und so. Ja, weil die mehr mit den Händen kneten, ne? Ja. Ist klar. Horst, ich ernenne dich ab sofort zu unserer Gleichstellungsbeauftragten. Ich habe einen hetero, der schläft wieder. Ich habe einen heterosexuellen Arbeitskollegen, der unfassbar gut backt. Also, ein Traum. Also, der André, lieber André, du hörst ja auch hier und da schon mal eine Episode, du backst unfassbar, also, der backt Sachen, die kriegst du in der Konditorei. Ist Wahnsinn. Geil, mega. Aber ansonsten bin ich auch nicht so der Backer. Aber, Tom. Ja. Du bist ja auch so ein Backofenkocher bist du. Mein Freund. Du bist ja schon Koch, ne? Du kochst ja auch gerne. Ja, selbstverständlich. Ich koche auch sehr oft zu Hause. Ja, ich hörte davon. Was ist denn so ein klassisches Onkel-Tom-Gericht? Och, da gibt es viel. Also Rinderrouladen mit Rotkohlknödel. Also wirklich so klassische Hausmeister. Ja, mit Rotweinsoße drin. Ja, leck mir mal Stein. Geht da wieder. Ne? Rheinische Muscheln ist auch so spezial. Ach, guck mal, ja, mit Rotwein. Man nehme eine gute Flasche Wein und schütte sie in den Koch. So, ja, du musst ja den Rotwein reduzieren im Topf. Suppengrün erstmal. Also nimmst du weniger. Ja, die Flasche muss ja trotzdem weg. Der Tom versteht das falsch. Die richtigen Köche, die kaufen diese kleinen Weinflaschen. Nee, wenn bei mir muss schon mehr rein. Genau, wenn du richtig kochen willst, machst du eine große Weinflasche auf, schüttest ein bisschen für deine Reduktion rein, den Rest kannst du nicht. Nee, also du brauchst schon eine 0,7er Flasche Rotwein und die Hälfte davon kommt auf jeden Fall in den Topf und die andere Hälfte in den Rachen. Also du hast schon das Alter Boden erreicht, wo du tatsächlich mit Zeit im Rücken auch kochst. Selbstverständlich, ja, ich habe ja, auch noch Zeit. Ne? Also ich probiere auch vieles aus, so ist das nicht. Ne? Da mache ich nicht, ich koche gern, aber das muss relativ schnell gehen. Also maximal Stunde, Feierabend. So, bei mir jetzt. Also so Rouladen und ja, so. Ja, da kommt auch, ja darauf an, was du da alles vorbereitet hast. Hast du aber schon mal einen Sauerbraten gemacht? Nee, Sauerbraten mag ich persönlich nicht. So. Aber Gulasch, ne? Ja, dauert aber. Und ja, aber das geht ja. Der wird dann ja da in den Bräter und dann in den Backofen und dann geht's also los. Also dein Chili con Carne ist zum Beispiel auch Chili con Carne, grandiose Idee. Ja, wirklich gut. Ja, Spaghetti Bolognese auf meine Art. Also nicht einfach nur so ein bisschen Soße, sondern da geht die jeder Post macht seine eigene Bolognese. Ja, jeder. Aber Bollo muss schon richtig, da muss schon abgehen, ne? Die muss schon bollern.
Also ich koche eigentlich alles, ne? Irgendwas mit Hähnchen überbacken, mit Brokkoli-Creme, was weiß ich. Also wird alles gekocht. Geil ist es, ein Afrika-Hähnchen. Darf ich das überhaupt sagen? Das ist so ein bisschen wie mit den Schokoküssen jetzt das Problem, ne? Aber du hast ein Land genannt. Bei Chefkoch.de, ja, weil heutzutage darfst du das ja auch nicht mehr. Bei Chefkoch.de hieß das auf jeden Fall Afrika-Hähnchen. Das heißt ja Afrika-Hähnchen und nicht Afrikaner-Hähnchen. Xia-Hähnchen. Das ist der irre, ey. Ja, ne? Was denn? Ich bin dafür, der sollte geimpft werden. Du darfst ja heutzutage nichts mehr sagen. Du darfst ja nichts mehr sagen. Nee, aber das war auch geil. Geile Kruste, aber ziemlich sauer. Also du haust dann mit ganz viel Zitronensaft in so ein tiefes Backblech. Mhm. Ne? Und dann, das kann was. Was auch geil ist, Zwiebelhähnchen, ne? Zwiebelhähnchen. Ja, das wohl. Aber mit Hähnchen hast du Bierhähnchen, war, glaube ich, mal dein erstes Bierhähnchen, Rezept. Bierhähnchen muss man auch drauf haben, man muss erstmal wissen, welches Gewürz nimmt man dazu. Man muss also viele ausprobieren, um auch wirklich das geilste Bierhähnchen-Gewürz zu bekommen. Und das muss natürlich auch dementsprechend. Was ist es denn? Das verrate ich nicht. Also. Das von Weber ist schon das Beste. Ich habe Ihnen den Zimt verraten. Von Weber. Von dem Grillhersteller, das Gewürz für das Grillhähnchen. Das Weber-Bierhähnchen-Gewürz. Genau, das ist schon ziemlich gut. Aber wichtig ist zum Beispiel auch, welches Olivenöl man nimmt, um das Hähnchen davor mit einzureiben, um dann das Gewürz drum zu kneten. Die Menge des Gewürzes ist aber auch entscheidend. Also das muss schon richtig komplett damit einbauen. Machst du auch immer, wenn du das Hähnchen einreibst, Careless Whisper an? Nö, aber ich habe tatsächlich beim Kochen auch oft Musik an. Doch. In letzter Zeit, wo ich jetzt so ein Gerät da stehen habe, auch ja, beim Kochen auch Musik. Was für ein Gerät? Ein Nesthub. Ach so, ich dachte jetzt zum Kochen irgendein Gerät. Ja, du kannst ja auch die Gerichte dann da drauf gucken, das ist auch geil. Dann zeigt es ja dann halt an, wie man die Gerichte kocht. Und das ich wollte gerade sagen, weißt du, dass Männer aber noch, wenn dann klassisch kochen und auf Geräte wie verzichten. Jetzt sag es nicht, einen Thermomix haben wir auch. Ja, wir auch. Und hat schon einen Opti-Grill. Ja. Ja. Oh. Natürlich hat man Opti-Grill. Ne? Weil es den George Foreman-Grill leider nicht mehr gibt. Torben, bitte. Alex. Sag was, tu was. Was kochst du? Kannst du kochen? Ja, doch. Kochst du gerne? Ja, wenn ich dann mal also darf, essen ja. Tu doch gern. Das wissen wir alle. Du hast einen scheiß Namen. Alexa, aus. Alexa, aus! Mein Gott. Ich wollte auch mal mitreden. Alexa ist... Er geht hier auf einmal los. Nach 42 Folgen meldete sich das erste Mal. Horst, du wirst ersetzt. Ja. Ist mir doch scheißegal, was soll die das doch machen? Ja, du kannst ja, ich finde das langsam auch ein bisschen merkwürdig, wenn die nachts um 3 Uhr zu mir sagt, Jeff möchte mit dir sprechen. Naja, gut. So, Alex. Ja auch, ja. Bei dir mit dem Hause Müller. Ja, ist ja nicht ganz Müller. Es gibt einen Thermomix, ne, es gibt einen Opti-Grill, es gibt aber auch einen Backofen und hier und ein Herd. Induktionsfeld und all so ein Scheiß, ne? Ach, Induktion. Ja. Natürlich. Nee, ist echt cool. Voll schnell. Nee, ja. Also ich koche öfters mal, wenn die Kids da sind, weil die sich immer gern so perverse Sachen wünschen, wo ich dann eher für da bin. Also Pizza zum Beispiel, ne, ist aber dann fertig Teig, nur der Teig, ne? Ja, das machst du selber, nennst du, ne? Kochen. Ja, da klar. Auch. Also erstmal die Tomatensoße mit Gewürzen warm machen. Nein. Die Sache ist ja, man nimmt ja nicht die mitgebrachte billige Tomatensoße, ne? Da kommt erstmal so eine schöne Bolo-Soße drauf, ne? Und dann wollen meine Kinder ja dann eine Pirata-Spezial haben. Also muss sie ja Spaghetti Bolognese erstmal kochen. Ja. Um die dann mit da drauf zu hauen. Und der andere, der möchte gerne Gyros mit da drauf. Also musst du das Gyros ja auch machen. Ich möchte mich hiermit förmlich bei allen Italienern auf diesem Planeten entschuldigen. Ja, das ist genauso wie Pizza Hawaii. Das tun wir nur hier. Nee, Hawaii ist ja, nee, das ist ja Obst drauf. Wo ich ja gar nicht mehr drauf verzichten kann, ist eine Heißluftfritteuse. Haben wir auch, ja. Die ist schon der Hammer. Da kann man auch einiges mitmachen. Ja, aber du musst wirklich, macht ihr das auch mit dem Öl? Also wenn du jetzt die Pommes hast, ne? Ja. Macht ihr das auch mit Öl da drauf? Und nein, es gibt ja mittlerweile Pommes von McCain, die für die Heißluftfritteuse sind. Und die sind dann auch, gut, nach 8-9 Minuten schon fertig. Okay. Anstatt, dass du da 20 Minuten warten musst und die sind immer also noch matschig. Ihr kauft noch Pommes? Ja, selbstverständlich. Die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Ihr habt die ganzen Elektrogeräte, ich habe einen Nicer Dicer. Ich habe auch einen Nicer Dicer. Hast du auch einen Nicer? Torben, hast du einen Nicer Dicer?
Nichts habe ich. Weißt du, was nicer Dice ist? Ja, natürlich weiß ich das, weil ich gucke schon mal nachts, wenn ich nicht schlafen kann, kommt der auf hier Home Shopping Europe oder sowas. Nee. Keine Ahnung. Der ist super, da mache ich immer die selbstgemachten Pommes für die Kinder mit, aus Mitschale, ne? Die Kartoffeln dann. Okay. Und mindestens ein, zwei Fingerkuchen sind da dann auch immer mit drin. Auch gut. Ich habe den mal meiner Frau geschenkt, den Nicer Dicer, damit die nicht immer so viel schälen muss. Ich mache aber auch, ja, das kannst du auch, wenn du das richtig würzt für die Kinder, ne, damit die nicht immer nur so eine Scheiße fressen, kannst du auch super Kohlrabi-Pommes oder Kürbis-Pommes machen. Und du verkaufst denen das dann als Pommes, ja? Ich sag denen schon Kohlrabi-Pommes oder Kürbis-Pommes. Das, ich benutze das Wort dann auch. Gut, ja. Cool. Auch Apfelpommes? Nee, nicht so eine süße Korn. Die gab es bei Mc's mal. Nee, bei Burger King. Bei Burger King. Bei Mc's gab es auch mal Currywurst. Das möchte sich keiner mehr in Erinnerung rufen. Torben, wie kochst du denn? Also ich setze mich an den Tisch und gucke zu. Aber Eierbraten kannst okay, du? Okay, einer muss es ja essen. Haben wir hier, ne? Einer muss es ja essen. Eierbraten kann ich wie ein großer. Tatsächlich am besten nachts um 2 Uhr mit schon viel Bier drin. Und es ist auch schon vorgekommen, wenn ich mich in der Küche nicht auskannte und wusste nicht, wo die Pfannen sind, wurde es halt auf dem Ceranfeld gemacht. Was ich wiederum scheiße finde, das war echt eine Sauerei, aber auf dem Induktionsherd kannst du halt vergessen. War alle 4 Platten angemacht und dann hat Röhr auf die Ceranplatte geschmissen. Ansonsten, ja, ich kann sowas, um mich über Wasser zu halten. Also Strammer Max kann ich gut, so insgesamt Rührei, Spiegelei. Ja, so ganzes Ei durch. Wo ich mich voriges Mal selber, also da war ich selber stolz auf mich, ich wollte mal Nudeln selber machen. Hab gedacht, das ist bestimmt echt brackschwer. Und hab dann den Teig gemacht, der ist genauso gelungen, wie es im Rezept stand. Und ich hatte aber keine Nudelmaschine, also habe ich den platt gerollt und hab das dann mit dem Pizzaschneider habe ich das dann gemacht. Die Nudeln waren bombastisch. Und war nur etwas schwer, die Gabel ist verbogen. Nee, null. Also die waren die Nudeln wirklich, hatten einen Durchmesser von 1,5 cm. Die waren also wirklich quasi Bandnudeln. Bandnudeln hatte ich, genau. Dann haben wir uns eine Nudelmaschine gekauft, haben wir jetzt ein paar Mal auch gemacht, schmeckt echt gut. Dann musst du aber wiederum was haben, wo du die aufhängst. Hatten wir nicht. Deshalb habe ich Kleiderbügel von oben runtergeholt. Also so die Hosendinger, wo man die dann so drüber hängen kann. Das sah relativ witzig aus bei uns in der Küche. Schmeckte wirklich gut, aber ansonsten. Habe ich einen Gnocchi-Auflauf gemacht, der war auch tatsächlich lecker, also dahingehend das Leben noch alle. Und ansonsten koche ich extremst ungern. Kaffee kochen kannst du auch. Ja, also meine Maschine kann's. Ich wüsste aber auch, wie man es so macht. Aber ansonsten, nee, ich muss das ganz ehrlich sagen, das hat nichts mit einem Klischee zu tun oder ich bin so der typische Mann, ich koche nicht oder so. Ich mache ja doch Sachen im Haushalt und mir macht Kochen einfach nicht so richtig Spaß, wenn ich dann die Nudeln gemacht habe und so weiter. Das war okay, aber so eine Soße dann, das ist einfach nicht so meins. Also das Tolle am Kochen ist, dass man mehr einkauft, als man eigentlich braucht, um es während des Kochens schon aufzuessen. Das macht viel Spaß. Also die halbe Bollo schon drin zu haben und trotzdem noch genug zu haben, dass alle satt werden. Das ist doch der Sinn. Ja. Du musst oft probieren, dann muss ja nur am Schluss auch super abgeschmeckt sein. Mein Kühlschrank ist aus anderen Gründen immer zu voll. Also bei mir ist das so, ich stehe. Bonnekamp habe ich gesehen, da stehen ja, Pakete Bonnekamp. Nicht das, wir sind doch jetzt beim Kochen, deswegen reden wir auch heute nicht, haben wir ja schon gemacht, über das Grillen können wir alle, sind wir Profis, brauchen wir nicht drüber reden heute. Nein, ich habe den Kühlschrank immer so voll, weil ich beim Einkaufen denke, ach, das könntest du diese Woche kochen und da hast du mal Lust drauf, ja. Aber ich komme da dann nicht zu, ich schaffe dann zweimal zu kochen. Wenn, dann koche ich auch immer für 2 Tage, so, und dann der Rest hängt dann im Kühlschrank rum und sagt, koch mich. Und verfällt dann irgendwann. Ja. Was gibt es bei dir? Nix. Ich habe doch schon gestern, ja, ich habe für 2 Tage gekocht. Ja, ja, war ja. Das auch, ne? Ja. Nee, aber wir haben das große Glück. Ey, Frau, riechst du das? Ja. Nee, was denn? Dann koch! Genau. Ja, ja. Mama, riechst du das? Nee, was denn? Wir haben das große Glück, dass, wenn wir abends von der Arbeit kommen, die Schwiegermutter, die ja unter uns wohnt, die hat dann immer schon gekocht. Oh, das ist nett. Eigentlich jeden Abend. Oder Schwiegervater kommt vorbei und gestern hatte er eine ganz hervorragende Lasagne gemacht. Die macht er dann schon fertig, bringt er nur noch mit, kommt bei uns in den Ofen und dann essen wir zusammen. Ich bin dann halt der, der sich das dann anguckt, wie das läuft und dann trinke ich mir dabei ein Glas Wein. Super, das kann ich. Aber gut, ist euch aufgefallen schon mal, dass, das fällt mir jetzt gerade zu dem Thema noch ein, wo wir hier 4 Männer sind, die die, also ich nicht, aber ihr halt kochen könnt, dass es keine Frauen im TV gibt, die kochen. Ja, es ist seltsam, ne? Tim Melzer, Frank Rosin,
wie heißt er? Grill den Hänsler, Hänsler-Dingens hier. Laferlichter lecker oder was? Ich habe mir das so gedacht, aus Gründen der Emanzipation treten die Frauen im Moment eher auf anderen Formaten auf. Okay. Ja. Das zum heißt Beispiel? Bei Promis unter Palmen. DSF, LKW ziehen. Ja, nackt auf dem Pavianfelsen. Ja, aber da kochen die doch auch. Wo? Wir haben ein Loch entdeckt. Die müssen da teilweise auch kochen, ne? Ich habe mir auch mal die Frage gestellt, da gibt es so eine South Park-Folge mit dieser Identitätskrise, wenn du die hast. Da war eine Folge, was ist denn, wenn ich mich jetzt, ich wäre jetzt Kraftsportler, so ein richtiges Tier, und dann identifiziere ich mich aber als Frau. Wenn ich dann bei den Olympischen Spielen für die Frauen antrete und mache die alle nieder, ist das dann fair? Gut, ich wollte das mit den Fernsehköchen eigentlich auch nochmal so in den Raum stellen. Ist das die angesprochene Anekdote? Nein, ist es gar nicht. Das war eine South Park-Folge, aber ich finde das interessant. Stell dir mal vor. Ja, aber deswegen kochen wir ja nicht besser als Frauen. Nein, wir sind vom Kochen jetzt immer ab. Nee, aber warum, ja, deshalb machen warum wir jetzt noch ganz denn? Kurz die, ja, da können wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Okay, ich machen wir uns für nächste Woche mal Gedanken rum. Wir müssen mal weiter durchkommen. Wir haben nämlich jetzt die nächste Rubrik anstehen. Na gut. Fanfiction. Gut, die meinte ich nicht. Nicht? Aber machen wir einfach damit weiter. Das ist live. Ja. Das ist, nein, das ist Ignoranz. Ach ja, genau. Das ist, wollte es nicht anders. Das ist Live-Ignoranz. Nee, jetzt mache ich nicht mehr mit, dann mache ich das. So. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, kommen wir. Vier. Gut, kommen wir zum Thema Fanfiction. Mein Gott. Wo wir gerade beim Kochen waren, die besten vier Männerrezepte, Tom. Ja, mein Chili con Carne. Dennis. Ich überspringe Alex. Was? Ne, auch doch ganz gut, Rührei. Dennis. Boah, fuck. Ja, dein Chili con Carne. Meine Bohnen im Speckmantel sind legendär. So. So. Vom Aldi. Torben. Nein. Welche TK-Pizza, Torben? Dr. Edgar Ristorante. Tonno. Nee, mag ich ja nicht. Salami oder hier. Spinat ist geil. Nein. Doch, Mann. Nee, ich würde dann wieder zurück zu meinem strammen Max. Horst? Ich habe noch nie gekocht, aber wenn es danach geht, würde ich sagen, boah, frag mich mal. Boah, was ist denn hier? Was wäre denn gutes Männerrezept? Äppelschnort. Rollmops. Himmel und Erd. Was der Tom eben gesagt hat, hier, das leckere Bierhähnchen würde ich nehmen. Na, guck mal an. Würde ich nehmen. Das war ja nicht die Frage, ist auch egal. Heute geht alles drunter und drüber. Ja, wenn der einfach pennen ist, kriegt er auch nichts mit. Wir kommen zur nächsten Rubrik. Ja, soll ich die jetzt nochmal laufen lassen? Ja, gerne. Nur für dich? Nee, auch für die Zuhörer, weil die mittlerweile genauso verwirrt sind wie wir. Nachts ist kälter als draußen. Okay, wir haben eine Frage. Ich habe eine Frage an euch. Okay. Welche Promis hättet ihr gerne als Kind getroffen, beziehungsweise als Kind würdet ihr heute gerne treffen, oder wäre der Prominente von früher immer noch der er heute wäre? Ich wollte noch ein bisschen mehr für Verwirrung sagen. Ja, also, was? Habt ihr einen Promi, den ihr als Kind gerne getroffen hättet? Habt ihr einen Promi, den ihr heute gerne treffen würdet? Oder ist der von früher immer noch der gleiche wie heute? Ist doch ganz einfach, was er da gesagt hat. Ich habe das jetzt nochmal leicht erklärt. Kannst du mir das aufmalen? Alex. Wieso fängst du mit mir an? Ich Tom. Gebe erstmal weiter an Dennis. Ich gebe weiter an Tom. Ja, pass auf, dann. Ping-Pong. Bei mir ist das gar nicht so schwer. Also, aus der Kindheit Musik. Würde ich sagen, kann es nur. Der eine ist leider tot und der andere wäre Terence Hill gewesen früher. Den hätte ich immer mal gerne getroffen, damit er mir auch mal so eine Schelle gibt. Das wäre das Allergeilste gewesen. Und ich habe vorgestern so eine Doku gesehen über zwei Männer, die sich quasi in Deutschland mit einem Bulli aufgemacht haben, um Bud Spencer zu finden. Die war geil. Und das war so geil und die haben den tatsächlich am Schluss gefunden. Und auch noch getroffen und mit dem Spaghetti gegessen. Und das wäre für mich früher genauso geil gewesen, wenn ich einen von beiden hätte treffen können. Heute ist das gar nicht so einfach. Heute wüsste ich. Die kennt man ja auch alle.
Ja, aber heute, ja, nee, nicht alle. Oh, also seit aber, wir berühmt sind. Also wen würde ich heute treffen? Wer ist wir? Ich glaube, heute würde ich gerne Helge Schneider oder Jürgen von der Lippe treffen. Ja, und dann cool. Mal einen Abend mit denen an der Bar. Und mit der linken oder mit der rechten Faust? Das ist egal. Da können die machen, wie sie wollen. Aber ich glaube, einen von beiden, die würde ich gerne heute mal treffen, weil ich die einfach sensationell finde. Und die sind ja auch irgendwie ziemlich normal geblieben. Tom Gerhardt habe ich ja schon mal getroffen, der war auch so normal. Voll normal. Ja. Voll normal! Aber ich glaube, einer von beiden, das wäre heute so ein Promi, den ich gerne mal treffen würde. Cool. Hast Tom, du schon mal Promis getroffen? Ich habe Promis getroffen. Ja, Tom Gerhardt habe ich getroffen. Mit dir zusammen. Ja, in der Tat. Haben wir auch ein Bierchen mitgetrunken und mit Herbert war auch dabei. Stimmt. Ne? Dann haben wir noch getroffen. Vom Richie haben wir getroffen. Ja. In Berlin habe ich J.K. Simmons gesehen. Oh. Auf der Straße, wo er gerade einen Film gedreht hat. Er ist Oscar-Preisträger und hat bei Spider-Man mitgespielt. Ja. Wir reden nicht von Gene Simmons, meine Damen und Herren. Nee, J.K. Simmons. Ja. Alter Schauspieler. Den haben wir getroffen. Wen hab ich denn noch gesehen? Uwe Kamps. Der wohnt hier um die Ecke. Ist das jetzt ein Promi? Der wohnt hier um die Ecke. Also. Okay. Ja, dann kannst du auch Reus sagen, und weil die hatten wir ja auch alle an dem. Ja, das meinte ich ja. Darauf wollte ich ja. Moment, hier, der den Friseur gespielt hat in dem Otto-Film. Der Kleff. Ja. Mit dem haben wir doch ein Foto gemacht. Wolfgang Otto Kleff. Ja. Ja. Wen hab ich denn noch gesehen oder getroffen? Puh. Denk drüber nach, wenn dir was einfällt, schmeiß einfach rein, der Dennis. Ja. Wir hatten ja auch ein schönes Erlebnis mit Vom, einfach die Episode 5 nochmal hören, vom bitteren Filmriss, ne, das war auch schön. Als Kind hätte ich immer gerne, nein, nicht das, was ihr denkt, ich hätte gerne Michael Jackson kennengelernt. Ja? Ja, das war eine Übermacht, das war eine Legende, jetzt mal im Ernst. Das wäre schon traumatisch. Ich habe den auch nie live gesehen oder so, ne, also, oh, wow. Guck mal, der Alex muss schon lachen. Eine Legende ist er heute auch immer noch. Also, ja, ne? Genau. Mit wem ich gerne mal ein Bier trinken würde, wären tatsächlich zwei, seit ich die eine Folge da gesehen habe. Ich würde gerne mal mit dem Sträter und Kurt Krömer in eine Kneipe gehen. Ich glaube, da käme ich unter 4 Promille. Oh Gott, da haben wir 3 Depressive da sitzen. Und, nee, ich bin sowas von abwärts, nicht depressiv. Nein, aber ich glaube, das wäre lustig. Ich würde allerdings mit Zwerchfellbruch und 4 Promille halt aus der Kneipe wieder rausfallen. Und sonst, aber da kann ich jetzt nicht so viel von erzählen, weil den keiner kennt. Ich würde gerne mal einen Künstler kennenlernen, der nennt sich Devin Townsend. Ist ein kanadischer Musiker, aber da brauche ich euch jetzt nicht viel von erzählen, weil dann schläfst du wieder ein. Richtig. Richtig. Torben. Ja gut, über früher müssen wir ja nicht sprechen. Da steht ja fest, wer alle Podcasts verfolgt hat, dass ich ein riesen David Hasselhoff-Fan war. David Hasselhoff hätte ich natürlich gerne als Kind mal getroffen und natürlich eine Runde mit im Kit gedreht mit ihm. Ne? Im Kit eine Runde gedreht oder mit ihm in der Serie? Mit ihm im Kit eine Runde gedreht. Also sind wir jetzt schon wieder bei Michael Jackson. Ja? Egal. Ja, also die Kurve kriegst du jetzt nicht. Kit war das Auto. Hätte ich mich gerne auf den Beifahrersitz gesetzt, er sich auf den Fahrersitz oder keiner auf den Fahrersitz und ich wäre einfach mit Kit alleine gefahren. Ging ja auch. Mit Turbo Boost. Worüber denkst du nach, Tom? Über die Promis, die ich noch. Ach so. Also, ich hätte gerne, David Hasselhoff damals getroffen. Heute, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, ne? Finde ich das unfassbar schwer, weil ich gerne super viele Leute treffen wollen würde. Beispielsweise würde ich gerne Robert Trujillo treffen. Wen? Den Bassisten von Metallica seit 2003. Okay. Ja. Finde ich einen total witzigen, wahnwitzigen Typen. Genauso Leland Sklar, auch ein ganz hervorragender Bassist, der übrigens total tiefenentspannt ist. Der ist, sieht eigentlich aus wie einer von CC Top. Der könnte den Bassist also ersetzen. Oh. Der hat so einen ganz, ganz langen weißen Bart. Tierisch tiefenentspannt, hat so zwei Haschpappis zu Hause rumlaufen. Den verfolge ich auch ganz gerne, weil der spielt auch toll und der macht so ein, der strahlt so was total ruhiges, cooles aus. Aber die verstehe ich alle nicht, weil mein Englisch ist okay, aber so einen ganzen Abend wäre schwer. Deswegen würde ich mich, glaube ich, ganz gerne mit einem Eierlikör mit Udo Lindenberg an die Theke setzen. Das wäre auch hart. Das wäre so mega.
Ich hätte jetzt auch gerne. Komm, dann trinken wir noch einen zweiten. Ja. Hey, Tom, ey, geht nur einer. Yeah. Was ist eigentlich das, diese Bohne? Ey, keine Panik, Zeug, keine Panik. Yeah, wir trinken noch einen. Geil. Also ich hätte gerne, wenn wir jetzt hier schon sitzen mit vier Mann und am Quarzen sind, ich würde schon gerne eine Podcast-Episode, hätte ich gerne noch, ist nicht möglich, und mit Helmut Schmidt hier eine rauchen. Ja, ist zu spät. Zu spät. Ja. Alex. Hi. Früher als Kind. Ich hätte gerne getroffen. Oh, ich habe noch außer hier Glas vom Richie und so weiter, haben wir ja alles. Ich habe auf Gran Canaria an der Käsetheke Jürgen Prochnow getroffen. Ne. So. So, das war's. Nee, damals hier so Kindsalter, ja doch, ich war ja oder bin zu den älteren Sachen ja immer noch sehr angeneigt zu Bon Jovi, und da war das doch schon sehr Tico Torres, das ist der Schlagzeuger von denen, ja, doch, daher kommt auch noch mein Pseudonym bei gewissen Online-Diensten hier, PlayStation oder so. Oder Pornhub und so. ja, aktuell... Nee, ich sag nicht. Was? Ja, ja. Tinder. Ja, nein, nee. Ja, P hast du ja auch schon kennengelernt als Schlagzeuger. Ne? Hast du auch zugeguckt beim... Ach, der spielt Schlagzeug. Sich bei hast du was gelernt noch, als du ihm zugeguckt hast? Der spielt Schlagzeug, wusste ich gar nicht. ja, heute, keine Ahnung. Du hast keine Vorbilder mehr. Nein. Überleg noch mal kurz, mir ist eingefallen, ich habe mit Bernd Stelter zusammen auf einer Karnevalsparty Autogramme gegeben. Richtig, ja, stimmt. Der hat doch so dieses Chalet, da haben meine Eltern mir erzählt. Weil ich habe meinen Eltern erzählt, was Tor mir gesagt hat hier von dem Hörbuch. Ja. Ne, und den diesen Holland-Krimis, die er da schreibt. Und meine Eltern waren da schon an seinem, nur Haus Nummer 1. Chalet Nummer 1. Okay. In Domburg, in der Nähe da, ne, ist das ja, genau. Ja, aber die haben ihn nicht gesehen. Aber der hatte einen sehr gepflegten Vorgarten, soll ich nur sagen. Ja, so, der mäht auch selber. Jetzt konntest du überlegen, wen jetzt heute? Ja, Alex? Keine Ahnung. Also ich kenne euch, das reicht mir. Also sind wir für dich auch schon Promis. Immer wieder schön, dass du hier bist. Das ist aber nett jetzt. Von deinem Leben sind erzählst. Ja auch Stars, ne? Also für aber uns hier, selber. Hier mit dem Berg Stelter, wenn wir gerade bei der Kölner sind. Ich hab ja einen wunderschönen Abend mit Brings After-Show-Party erlebt. In ganz kleinem Kreis, also quasi Brings und ich. Viele Jahre her, war auch ein herrlicher Abend. Ja, denke ich auch immer wieder gerne zurück. Das war echt gut. War schön. Eben oben im Gaffel am Dom, in der ersten Etage. Die haben vorher unten gespielt. Ich kannte den Sohn des Chefs. Und dann war ich nachher oben. Und nachher alleine mit denen. Das war schön. Aber ist es schön nicht so, reingedonnert. Dass Prominente tatsächlich am Ende auch, wenn man sie dann, also wenn man sich nicht selber verhält, als hätte man, weiß ich, einen Kackstift in der Hose, weil man so nervös ist. Hätte ich nicht. Ganz normale Menschen sind, die auch nur mit Wasser kochen. Ja. Würde ja. jeder unterschreiben, oder? Oder mit Bonnekamp. Oder mit White Wine Show. Ich möchte sagen, dass Helge Schneider ein normaler Mensch ist. Er ist ein Superstar. Ja. Der ist doch kein normaler Mensch mehr. Nö, das habe ich damals schon nicht gedacht, als er Katzeklo rausgebracht hat. Ja. Kein normaler Mensch. Hätten wir den mal rausgebracht, den Song? Wären wir jetzt berühmt? Nein. Oh. Der funktioniert nur mit ihr habt es so gewollt. Nee, das wir haben anderes nicht. Zeug geschrieben. Was anderes? Willst du noch was erzählen? Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr eigentlich so. Nö. Ist Elton auch ein Prom? Ja, wenn du ihn getroffen hast, ist es einer. Nee, also der ist noch einer, weil der noch in keiner einzigen Reality-Show war. Also der ist, glaube ich, echt noch ein Prom. Der war nur als Moderator auf der Alm. Ja. Oh. Fluppes Anekdoten. Ach du Scheiße. Hat er sich da echt was für gebastelt? Ne? Nein, das ekelhaft. Haben wir das hat haben tatsächlich schon extra. Seit dem Beginn des Podcasts. Das gibt schon ewig. Ja. Das haben wir auch, sogar eingesprochen. Ja, ich wir mal haben eben auch die scheißen. Frage an den Bassisten haben wir auch und so. Ja, ihr macht mich sowieso immer nur nieder. Ich weiß auch nicht, das ist eigentlich eine Mobbing-Kategorie. Ganz ehrlich. Lass es was besser. Machen wir jetzt? Siehst du, war klar. Next. Mir ist mal was Lustiges passiert, und zwar, ich bin in Nordrhein-Westfalen in einem Wald spazieren gegangen mit meinen Eltern als Kind und wurde von einem Elefanten verfolgt. Wem ist sowas auch schon mal passiert? Aha, keinem. Welche Drogen waren im Spiel? Keine. Ich war sechs oder so. Nochmal, welche Drogen waren im Spiel? Nein, es war tatsächlich so, hier bei uns in Mönchengladbach am Volksgarten früher, was heißt der Tag, Kralsche Wiese? Ja, genau. Da haben früher immer mal Zirkusse, Xier,
stattgefunden. Und meine Eltern waren mit mir unterwegs, waren am Spazieren und waren Enten füttern. Und dann kam auf einmal mit vollem Karacho tatsächlich ein voller ausgewachsener Elefant um die Ecke gelaufen. Da rechnest du nicht mit. Das heißt, wir haben so ein paar Sekunden gebraucht, um zu realisieren, was da gerade passiert. Und dann ist er aufgewacht. Nein, ohne Scheiß. Moment, er war 6. Er hat die Tasche aufgemacht, hat ein Zuckerstückchen rausgeholt und hat gesagt, Benjamin, schau mal hier. Nee, ich habe das Bild tatsächlich. Meine Mutter hat mich todesmutig auf den Arm genommen und ist weggelaufen. Ich habe mich aber umgedreht, weil ich den Elefanten noch sehen wollte. Und dann habe ich meinen Vater gesehen, der das Brot von den Enten noch hatte. Der hat das Richtung Elefant geschmissen und ist dann losgelaufen. Und hinter dem Elefanten saß er dann, da weiß ich, die 5, 6, 7 Zirkusbedienstete, dem hinterherliefen. Der ist da Stiften gegangen von dem Zirkus. Wir waren also einfach an einem Ententeich in Nordrhein-Westfalen spazieren und wurden fast von einem Elefanten platt getreten. Ist ja fast, wie Urwalder Erfolgstag. Ohne Scheiß. Ja, wem passiert sowas? Darf ich dir mal was sagen? Natürlich. Du hast eben gesagt, du wirst immer runtergemacht. Das war eine richtig mega geile Anekdote, die kannte ich bis jetzt noch nicht. Und das sind Anekdoten, das sind Sachen, die schreiben das Leben. Fand ich geil. Danke für diese Story. Ja. So, fröhliches Fick dich an euch alle. Nein, und, ich meine das gerade tot. Seht, ich bin schon so fertig gemobbt. Ich muss, ja, weißt du, ich muss jetzt sofort mindestens 3 Antidepressiva schlucken. Nein, ohne Scheiß, wir haben dir doch total mega geil einfach mal so eingeschmissen. Und das war so spannend, dass wir dich haben ausreden lassen. Nein, ohne Keiner hat was gesagt. Ohne Scheiß, es gibt eine Rubrik, du schmeißt einfach eine Anekdote raus und du rechnest nicht damit. Ich fand's geil. Ja, hör mal, bist ein ganz toller Typ. Vielleicht war der Elefant sogar ein Promi. So, was machen wir jetzt? Benjamin Blümchen. Und hinterher, der den übrigens eingefangen hat, war Herr Tierlieb und Otto. Ich wurde danach auch von Carla Kolumna interviewt. Ja. Oh, sehr gut, genau. Die rasende Reporterin. So, jetzt habe ich trotzdem den Faden verloren. Was machen wir denn jetzt? Sag mal, bist Schönes? Du eigentlich der Hauptdarsteller bei Catweasel gewesen bei dem neuen Film? Nein, ich war im Kino. Ich bin nicht der 72-jährige Otto Walkes. Mit dem Bart hätte das spielen können. Ja, aber der Henning Baum, da wäre ich gern so. Ja, der letzte Bulle. So toll ist der aber jetzt nicht. Ich finde den ganz cool. Ja? Ist der auch, ja. Ich finde den sympathisch, zumindest in den Filmen. Ich habe ja gelesen, privat ist ja nicht so, aber das schreibt man ja über alle. So, Tom, was machen wir? Horst, bin raus. Ja, komm mal bei ihm das Mixtape hier. Ah ja, okay, Mixtape, ja, Songs, geile neue Songs. Was auch eigentlich deine Pizza, Hammer? Riecht ihr das nicht? Ja, doch, ich sehe das sogar schon. So, ein paar neue Songs vielleicht? Ja, ich habe wieder mal, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich fotografiere ja immer Radio Bob ab. Ich habe ein paar vorbereitet. Ich hätte 3 zur Auswahl. Ob alle 3 drauf kommen, könnt ihr euch dann überlegen. Nee, sogar 4. Meine Fresse. Ja, gut, ihr könnt ja sagen, 2. Ob sie draufkommen. Ich fange mal an. Simple Plan, Happy Together. Ich kenne Simple Plan, aber ich kenne Happy Together nicht. Ich kenne nur I'm Just a Kid von denen und das ist grausam. Happy Together ist mega. gut, dann keine Diskussion. Nee, pass auf. Wir haben nicht. Ja moderne Medien hier. Happy to. Ich meine, wir haben letzte Woche Tilo draufgepackt. Also, nein, nicht wir. Du. Du warst dafür. Du hast gesagt, das ist ja nicht so schlimm. Ja, nicht so schlimm. Aber wir haben das dir zu getan. Jetzt red dich nicht wieder raus. Das ist doch ein Cover. Ja, kann man draufschmeißen. Ja, ist tatsächlich ein Cover, war damals, glaube ich, original von Turtles oder irgendwie sowas. Turtles oder so. Ja. Ich habe mich ja eben in der Vorbesprechung schon beschwert, dass ich gerne das Mixtape beim Sport höre. Und es ist unglaublich scheiße, wenn du, weiß ich nicht, während Judas Priest Liegestütze machst und auf einmal die Backstreet Boys kommen, dann bist du komplett raus. Also sowas gerne. Hat einen guten Beat. Ja. Ne? Dann hätte ich noch von Jet, Are You Gonna Be My Girl? Das war so ein One-Hit-Wonder, ne? Ja, aber bombastisch. Mhm. Und das war das eine andere Single von denen. War nicht genug. Nein, du brauchst das jetzt nicht ausspielen lassen. Ich bin dafür. Ist eine super Nummer. Dann hätte ich noch, kennt ihr Powerwolf? Ja, mega. Da haben wir noch nichts von, ne? Nee, eben nicht. Welches? Dancing with the Dead. Die sind alle geil. Powerwolf ist mega. Ja. Sollten wir machen, finde ich. Krass. Und von wem wir, glaube ich, auch noch nichts haben. Mein Gott, Tom, was ist los mit dir auf einmal? Ja, ich bin viel Auto gefahren. Heute ist der vorbereitet. Mötley Crüe. Ja, haben wir nichts von, stimmt. Haben wir nichts. Fände ich geil, Wildside. Finde ich eine super Nummer. Dafür, wir haben noch nicht Mötley Crüe drauf. Klar. Na gut. Alex.
Du bist wieder super vorbereitet. Nee, ich hab echt, also Celine Dion hatte ich ja schon. Mhm. Ja, danke. Das ist super. Die bringt dich übrigens auch aus dem Takt. Ja, finde ich gut. Also ich hätte doch Highway Star von Deep Purple. Oh. Und Child in Time von Deep Purple. Das waren so zwei, die ich... Oh, zwei Deep Purple Songs. Okay. Weißt du, was du zu Celine Dion machen könntest? Planken. Das wird jetzt, ne, mit den Liegestützen ist das blöd, aber bei... Ja! Heart, die Haare, kannst du, dann kannst die du einfach Haare bleiben. Ausstrecken, kannst du einfach so bleiben. Ja, hier. Nee, ich breche dann immer, ich höre dann immer auf zu laufen, ja, aber du kannst Wein ja auch, zusammen. Du kannst auch so langsame Liegestütze machen, das geht doch schnell in die Arme rein. Boah, Alter, nee. Ja. Geht gar nicht. Das Schlimmste ist bei Mach die Robbe. Das willst du nicht sehen. Ey, gut, dass hier keine Kamera drin ist. Warum eigentlich? Ja. So, ich das klang jetzt eher wie ja, Deep Throat, sage ich nur. Ich hätte auch noch ein paar Songs. Ja, selbstverständlich. Ich hätte gern The Great Song of Evidence von Bob Geldof. Wow, das kam aber jetzt Alter, schnell, du. Kam aber jetzt so durch die... Oder Don't Like Mondays. Komm, wir labern nur so viel Schwachsinn, nein, aber wir haben richtig Ahnung von, ja, Musik. Ne, Bob Geldof hätte ich gerne. Großartig. Dann hätte ich gerne von Skid Row, 18 and Alive. Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Oh, stark. Oh, haben wir das nicht schon? Wir haben Bon Jovi? Nee, wir haben noch kein Bon Jovi. Nee. Und ich hätte gerne von Aerosmith das Lied hier von Armageddon. Wie heißt es? Don't Wanna Miss a Thing. Yes. Miss a Thing. Mm. Damit bin ich durch. Guck mal, dann Streitfall. Nein. Können wir da die Jaded, boah, oder sowas? Nein. Yeah. Ich war zuerst da. Ja, sag mal so, ich lasse den Song durchgehen, weil Tom aufs Mixtape Temple of Love mitgebracht hat und ich total fickrig bin, wenn die 8 Minuten vorbei sind. Das ist der Knaller. Das Sisters of Mercy war echt der Knaller. Ja. So, ich bin durch, ja. Ja, gut. Okay, ja, ich habe auch noch irgendwas rausgesucht. Für den Sommer noch haben wir ihn. Ich weiß nicht, wie der Interpret... Noch haben wir nie gehabt. Ich finde schon, hallo, wir haben Klimawandel, also haben wir auch Sommer. Ich weiß leider nicht, wie der Interpret heißt. Carbonara. Euna Coca-Cola. Das ist Spliff. 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 Okay, ja. Die hätte ich gerne. Ja. Dann ist aber kein 90er, ist ein 80er-Song. Ne? Ja, das ist richtig. Dann, was wir auch, von denen wir auch noch nichts jetzt haben. Jetzt kommt Venus von Bananarama. Weißt du, das ist so genau die Schiene gewesen. Wir kommen mit Falco jetzt, pass auf. Nee, was wir noch nicht haben. Wir haben noch nicht auf der Playlist Pantera. Wir haben Pantera noch nicht auf der Playlist. Kannst du nicht machen. 5 Minutes Alone von Pantera. Okay. Hat jetzt keiner auf dem Schirm. Da sieht man mal wieder die Metalheads hier unter uns. Dann, wieder in den 80ern, gab es einen coolen Film zu. Allerdings ist das Lied besser. Ramones mit Pet Sematary. Ja, super. Oh, guter Song. Ja. Und zu guter Letzt noch Punk. Leider auch seit 16 Jahren nicht mehr aktiv. Die Wohlstandskinder. Krass. Mit Rock'n'Roll-Opa. Ja, cool. Ich dachte, du hättest jetzt Fotoalben gesagt. Nee, schon cooles. Rock'n'Roll-Opa. Ja, 180 Gramm Europa ist auch geil. Wo wir gerade bei Punk sind, hätte ich gerne noch das 5. und letzte Lied. Borrachos, Pornostar. Ich werd Pornostar, so wie Opa. Ficken vor der Kamera, find ich super. Ja, schöne Grüße. Sind die denn bei Spotify, die Borrachos? Die haben den ganzen Scheiß zum Glück noch auf Spotify und so gelassen. Geil. Die gibt's auch nicht mehr offiziell. Aber schöne Grüße. Ich kenne nur noch zwei an Marian und Schrotti. War schön mit euch. Also den Song müssen wir auch haben. Jo. Boah, wir sind aber heute auch ein bisschen in der Punk-Schiene. Ha, wir haben auch noch nichts von Bad Religion. Ach, es gibt so viele schöne Sachen. Ja, okay. Die alten mache ich nicht so. Sorrow war geil. War so ein Mischding. And there will be Sorrow. Boah. Aber seid ihr Palappen, okay, dann nehmen wir nächste Woche nochmal so ein bisschen Green Day und so mit rein, ne? Basket Case. Nee. Aber alles nicht. Dann lieber Minority oder so. Aber dann nächste Woche. Ja, nächste Woche. Okay, ja. Ist ja gut. Welcome to Americana. 1 and 2 and 3 and 4 and 5. Nächste Woche nehme ich die Bee Gees. Also, es wird jetzt alles genommen, was gesagt wurde. Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für das Ganze. Dann ist wieder der Trailer am Laufen, wo wir reinreden können. Herzlich willkommen bei DRHPSD. Noch sind keine Wahlen, wir können das Ruder noch umreißen. Der Podcast sucht den nächsten Superkanzler. Da wird immer schwerer. Wer kann Kanzler und wer kann weg? Ich hatte ja jemanden, aber... Ja, ich habe einen. Das wird immer schwerer mit den Kanzlerkandidaten. Nee, eine neue.
Es gibt ja, noch ganz viele. Ja, jetzt mal ohne Quatsch, diese Vivian Schmidt, die sah jetzt aber auf der Alm auch nur noch ranzig aus, oder? Ja, aber also die ist immer noch jünger als die Merkel. Also sieht zwar älter aus, aber... Ob die auch in so einem grünen Anzug da rumlaufen kann, so eine Anzugjacke da? Stimmt. Also sie sieht vielleicht älter aus, aber die ist noch fitter, die hatte mehr Kontaktsport. Ja, auch. Ja, ja. Oh. Können wir jetzt noch ein paar von den Wickets. Die ernährt sich auch viel von Eiweiß und so. Also das ist... Protein. Protein. Auch. Ganz wichtig heutzutage. Ja. Die reißt auch öfters schon mal die ganz schön die Klappe auf. Auch. Wen könnten wir nehmen? Wen könnten wir nehmen? Das ist echt nicht so einfach. Ich stelle mir ja vor, da kommt ein zierliches, dunkelhaariges Männchen ans Rednerpult und sagt, Hakuna Matata. Nein, der ist kein Deutscher. Ilja Richter, ach so, der ist kein Deutscher. Ich rede nicht von dem Erdmännchen. Ilja, aber das war cool, die Synchronstimme, du Banause. Ilja Richter. Ilja Richter. Ich könnte auch sagen, der singt dann, ich möchte barfuß über den Broadway tanzen und am Straßenrand Blümchen. Ich dachte, so eher so Sido vielleicht. Hm. Als ich gerade hörte, du warst auch bei dem Ding, ne? Wenn ich so einen kleinen, braunen Haar, schwarzhaarigen, so einen Haargeruch Menschen Schnäuz ans Rednerpult und er sagt, so, meine Freunde, so. Nee, Ilja Richter. Hatten wir den Rainer Kallmund schon? Oh ja, ich glaube ja. Galli. Ja. Dann hier wird eine Pause zwischen dem Landtag immer noch eine Kiste Schwein. Den könnten wir als Gesundheitsminister gebrauchen. Was ist denn mit dem Löw? Der hat doch jetzt frei, oder? Den hatten wir auch schon. Jogi hatten wir. Stimmt. Jogi hat den Posten leider abgelehnt. Ja, der hat sich am Sack gekratzt. Ja, und dran gerochen, ja. Ja, das ist besser als Popel. Das ist echt nicht so einfach. Ja, ist wirklich schwierig. Kompetentes Personal merkt man immer wieder in der Politik. Fehlt. Schwierig. Ja. Fehl am Platz. Philipp Antor. Der könnte das auch. Lass diesen Schabernack, bitte. Jan-Josef Liefers. Oh! Nee. Der ist ja schon Querdenker. Nee, dann Ben Beckers. Also irgendwas heißt jetzt Querdenker, aber der hat doch Scheiße gebaut schon. Ja, der hat doch schon einen Skandal. Normalerweise Jan-Josef Liefers, doch. Jan-Josef Liefers finde ich normalerweise einen total straighten Typ. Mit Nena zusammen, ne? Nee. Ja, du brauchst, hallo, du musst auch mal ein bisschen polarisieren. Nee, wie heißt denn seine Frau? Anna, nee. Ach, bekannt. Also, von Jan-Josef Liefers. Ja. Ach, von hier, der. Ja. Wie heißt sie denn noch? Die Band. Ja, genau. Ja. Also ich fände, wir könnten noch einen nehmen, der ist ja eh schon der König von Mallorca, warum soll er nicht auch Bundeskanzler werden? Jürgen Drews. Scheiße. Ja. Ja. Jürgen Drews ist doch ein... Können wir machen. Ne? Jürgen, wenn du das hörst, du bist schon lang genug in Rente, um das Ruder noch rumzureißen. Ne? Der kommt es nicht mehr aufs Geld an, du hast alles schon geschafft. Jürgen Drews, sei unser Kanzler. Finde ich schon. Auch mit der Frisur noch ein bisschen. Jürgen ist gesetzt. Ja? Ja. Also diese Woche gut. Jürgen Drews. Ja. Und als Außenminister Markus Mickey Becker. Krause. Wow. Ich bin der König hier im Reichstag. Nee, da würde ich hier. Reichstag. ich wollte nur wissen, ob einer drauf anspringt. Da kam wieder dieser kleine, schwarze, hagere Typ als Rednerpult. Dann würde ich eher als Bundespräsidenten, fände ich gut, Icke Hüftgold. Super. Aber den hatten wir auch schon mal als Vorschlag. Also so eine komplette Mallorca-Riege mal so als Regierung. Ja. Wäre doch gar nicht so schlecht, ne? Micky Krause. Was ist dann Melanie Müller, Familienministerin oder was? Wäre eine Option. Ja. Aber Markus Becker macht Finanzminister. Micky Krause Kulturminister. Ja. Aber... Ich frage mich, wer wird Verteidigungs- und wer wird Gesundheitsminister? Dann? Gesundheitsminister macht Gina-Lisa Lohfink. Die weiß ja über Botox und soweit weiß sie ja schon Bescheid. Für alle. Verteidigungsminister brauchen wir einen. Verteidigungsminister. Bülent Ceylan. Ja, der macht aber kein... Jürgen. Jürgen Milski oder was? Ja, Jürgen Milski. Slatko. Ja. Bist mein großer Bruder. Nee, Slatko wird hier Auslands hier, weißt du? Ja. Auslandskorrespondent. Ja. Gut, machen wir genauso. Damit sind wir schon wieder durch? Ja, schließen wir die heutige 43. Episode ab. Boah, das geht immer ab. So schnell. Bald sind wir schon bei 50. Ja. Das ist richtig. Alex.
Ja, bitte. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ja. Hast du was zu sagen noch an die Hörerschaft? Nö. Möchtest du dich verabschieden? Nö. Alles Liebe, alles Gute. Ja, auch von meiner Mutti. Und guten Schiss. Tschüss. Ja, leck mich doch an den Arsch. Meine Güte. Stell dich nicht so an. Du stehst Hedi an zur Zigarre. Du hast doch gesagt, nö, und dann hast du Stopp. Was ist denn los mit dir? Ja, weil das Stopp jeder wollte. Ja, hey. Hallo, hey. Auf allen gängigen Plattformen. Tom, kannst du mal abbrechen? Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter Podcast. Ihr habt ja nichts verstanden, weil die gelabert haben. Das haben wir auch nie gemacht. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Moment, die können sich ja 42 Folgen vorher die Werbung anhören. Ja, gut. Tschüss, mach's gut. Ja. Sind wir noch immer drauf? Nein, der hat doch schon gestummt. Hier, guck doch mal, ich sehe da über. Sind wir noch online? Worden? Wir haben mit dem Podcast jetzt Schluss gemacht. Ach so. Ja, dann lass uns jetzt mal wirklich Schluss machen. Ja, bis nächste Woche. Ne? Bier trinken. Tom, ja. Bis nächste Woche. Also, ich muss kacke Woche. Also ich muss Tom, jetzt. Mach's gut. Ja, du auch, ne? Alex? Ja, tschüss. Dennis. Du musst jetzt noch ein bisschen Gitarre üben, bitte. Ich bin reich, tschüss.